Ich grüße Sie. Ich bin Birte Lemke von der Hypnosepraxis in Bürgerstedt. Sie haben mich kontaktiert, weil Sie Interesse an der Raucherentwöhnung haben. Und in diesem Video möchte ich Ihnen gerne mein Konzept einmal vorstellen, damit Sie für sich ganz in Ruhe entscheiden können, ob das das Richtige für Sie ist, ob Sie die Raucherentwöhnung bei mir machen möchten oder ob es vielleicht doch eine andere Variante auch für Sie gibt. Die Raucherentwöhnung bei mir basiert auf einem Konzept, das sich aus zwei Sitzungen zusammensetzt, die beide aufeinander aufbauen. Wenn Sie einen Termin bei mir buchen, erhalten Sie von mir eine E-Mail. In dieser E-Mail ist im Anhang dann ein Anamnesebogen, der einen speziellen Teil für die Raucherentwöhnung hat. Da bitte ich dann auch immer darum, dass dieser Teil oder auch der ganze Anamnesebogen schon gleich ausgedruckt wird und dass Sie sich den dann so hinlegen, dass Sie den immer wieder sehen und sich dann auch gleich immer Notizen machen können zu Ihrem Rauchverhalten, wenn Ihnen was auffällt. Denn oftmals ist es so, dass uns viele Dinge gar nicht so bewusst sind, wo schon ein Automatismus drin ist oder wo ganz viel Gewohnheit drin steckt. Da ist es dann eben ganz gut, wenn man sich den Zettel schon hinlegt, das ausdruckt und dann auch wirklich immer, wenn einem was auffällt oder wenn man zur Zigarette greift, dass dann das auch gleich notiert werden kann. Es geht dabei darum, dass Sie notieren, in welchen Situationen rauchen Sie immer. Also es gibt Menschen, die rauchen immer wieder, wenn sie telefonieren oder wenn sie beim Autofahren sind. Wenn Sie konzentriert arbeiten oder dann gibt es so die speziellen Ritualzigaretten auch. Bei ganz vielen ist es morgens die erste Zigarette zum Kaffee oder dann eben auch nach dem Essen. Ganz häufig ist es auch, dass genannt wird, dass es eben viel geraucht wird bei Feierlichkeiten, wenn dann eben auch Alkohol mit im Spiel ist. Also, dass Sie sich wirklich gründlich beobachten und dann auch wirklich alles aufschreiben, damit ich dann in der Sitzung ganz detailliert auf Ihr Rauchverhalten eingehen kann. Dann sind in dieser Mail drei YouTube-Videos verlinkt. In dem ersten Video erkläre ich Hypnose ist, was Hypnose nicht ist, wie sich Hypnose auch anfühlt. Und im zweiten Video geht es um Selbsthypnose. Sie lernen bei mir auf eine ganz einfache Art und Weise in die Selbsthypnose zu gehen. Das wird Sie dann während der Raucherentwöhnung, aber auch im Anschluss dann sehr gut unterstützen. Die Selbsthypnose können Sie zum Beispiel dafür nutzen, ich werde in den Sitzungen jeweils was aufnehmen, ein Teil, wo es wirklich speziell um ihre Rauchverhalten geht, um ihre Angewohnheiten, was sie sich dann eben auch immer wieder dann in Selbsthypnose anhören können. So werden sie wirklich intensiv unterstützt und es werden ganz intensiv die Dinge in ihrem Inneren verändert. Ja, dann gibt es noch ein drittes Video. Das dritte Video ist eine Vorbereitungshypnose. Da gehen Sie schon in eine ganz leichte Trance und es hat sich wirklich für mich als sehr gut herausgestellt, dass diese Hypnose wirklich einen sehr positiven Einfluss auf die Hypnotisierbarkeit dann bei mir in der Praxis hat. Denn wenn Sie zu Hause sind und Sie fühlen sich wohl, Sie können sich gut entspannen, weil Sie eben in einem Raum sind, in dem Sie sich auskennen, wo Sie eben gerne sind, dann können Sie sich auch sehr gut entspannen und dann lernt Ihr Unterbewusstsein, dass Sie sich mit meiner Stimme sehr gut entspannen können, dass Sie sehr leicht in einen Entspannungszustand gehen. Klienten erzählen mir immer wieder, dass sie ganz verblüfft sind, was sie schon für Erfahrungen bei dieser Vorbereitungsentspannung machen. Ja, und die wird es dann bewirken, dass Sie bei mir in der Praxis sehr viel leichter und schneller in die Hypnose gehen und dadurch wird dann auch die Hypnose sehr viel effektiver für Sie, weil die Veränderungen sehr viel einfacher dann umgesetzt werden können. Je mehr Sie sich dann in der Hypnose auf
das, was geschieht, einlassen können. Und je tiefer sie dann sind, umso einfacher sind dann wirklich die Veränderungen für sie in ihrem Inneren, dass die sich umsetzen können. In den beiden Sitzungen gehe ich dann jeweils genau auf das ein, was sie aufgeschrieben haben. Aber wir sprechen natürlich vor der ersten Sitzung dann nochmal einmal den Anamnesebogen auch durch. Ich sage Ihnen auch dort nochmal was zur Hypnose und zu dem ganzen Thema auch der Selbsthypnose, wie es dann funktioniert. Und ja, dadurch, dass ich dann Ihre spezifische Rauchangewohnheiten kenne, kann ich dann in der Hypnose da ganz detailliert drauf eingehen. Und in der ersten Sitzung ist es dann so, dass wir beginnen, dass die Bedürfnisse nach den unterschiedlichen Zigaretten schon reduziert werden, dass diese Triggermomente wie Stress, wie Feiern mit Alkohol in Verbindung, Telefonieren, Autofahren, dass diese Dinge dann auch schon reduziert werden und Wille, Willensstärke, Bereitschaft und Motivation, da beginnen wir diese Dinge so zu steigern, dass sie dann auch da sehr intensiv unterstützt werden. Das wird dann in der zweiten Sitzung dann alles auf ein Optimum gebracht, dass dann wirklich die Dinge alle aufgelöst sind und Willensstärke und so weiter alles auf ein Maximum eingestellt ist. Ich nehme in der ersten Sitzung eine Blockadenlösung auf, wo ich auch detailliert all ihre spezifischen Angewohnheiten, Rauchgewohnheiten anspreche. Und die können Sie sich dann eben von der ersten bis zur zweiten Sitzung täglich, mindestens täglich einmal anhören in Selbsthypnose. Das dauert immer ungefähr so bei 10 Minuten rum. Das kann man ganz gut einbauen. Das können Sie aber auch am Abend machen, wenn Sie sich schon ins Bett gelegt haben, und können danach dann auch gleich in einen ganz entspannten Schlaf übergehen. Ja, dann gibt es von mir zwischen den beiden Sitzungen den Auftrag, immer wenn Sie zur Zigarette greifen, dann schon mal zu schauen, muss ich diese Zigarette jetzt wirklich rauchen? Kann ich sie vielleicht schon mal eine halbe Stunde oder eine Stunde nach hinten verschieben? Nach ein paar Tagen kann ich sie dann vielleicht schon auch ganz weglassen. Also da ist es wirklich, kommt es auf Ihre Mitarbeit wirklich auch an. Aber für mich ist ganz wichtig dabei, dass Sie sich niemals zwingen, auf eine Zigarette zu greifen. Wenn Sie dann wirklich das Bedürfnis haben, dass Sie rauchen möchten, dann bitte ich auch darum, dass Sie dann rauchen, weil es geht mir wirklich darum, dass Sie stress- und entzugsfrei diese Raucherentwöhnung machen. Denn je leichter das Ganze für Sie abläuft, umso leichter fällt es Ihnen dann auch nach der zweiten Sitzung, wenn wir die Raucherentwöhnung machen, dann auch wirklich danach nie wieder zur Zigarette zu greifen. In der zweiten Sitzung werde ich dann auch noch einiges machen, damit es Ihnen wirklich sehr leicht fällt, nie wieder zur Zigarette zu greifen. Und auch hier werde ich nochmal was aufnehmen, einen Teil aus der Sitzung, wo Sie sich das dann auch mit der Selbsthypnose, sich das dann auch immer wieder nochmal anhören können, um dann das Ganze wirklich zu intensivieren. Nach der Raucherentwöhnung biete ich allen meinen Klienten an, dass sie mich auch immer noch wieder kontaktieren können, wenn sie das Bedürfnis haben, wenn sie das Gefühl haben, ist irgendwie im Moment nicht so gut, meine Gedanken kreisen wieder so ums Rauchen, oder ihnen fällt irgendwas anderes auf, was wir in der Raucherentwöhnung überhaupt nicht angesprochen haben, dann können Sie mich wirklich kontaktieren, dann sagen Sie mir, was das Problem ist, und dann spreche ich Ihnen nochmal was auf, was Sie sich dann auch im Nachgang dann in Selbsthypnose immer nochmal wieder anhören können, so dass Sie dann wirklich so lange unterstützt sind, bis Sie ganz sicher ein Nichtraucher sind und ja, den ganzen Weg dann auch ganz entspannt durchgehen konnten. Es ist natürlich zu jeder Zeit Ihre Mitarbeit ganz intensiv gefragt, das ist außer Frage.
Und ja, das Wichtigste, was auch zu sagen ist oder was sehr wichtig ist zu sagen ist, dass eben wirklich auch ganz viel damit zusammenhängt, wie bereit sie sind und wie bereit sie sind, vor allen Dingen sich auf die Hypnose einzulassen, auf das, was ich dann in der Hypnose mache. Ja, also nun habe ich Ihnen das Konzept vorgestellt. Die beiden Sitzungen finden in einem Abstand zwischen einer Woche und 2 Wochen ungefähr statt, so wie wir das terminlich hinbekommen. Die Sitzungen dauern jeweils 2 bis 2,5 Stunden und die gesamte Raucherentwöhnung zusammen kostet 450 Euro. Ja, dann lassen Sie sich das alles ganz Ruhe durch den Kopf gehen. Schauen Sie, ob es das Richtige für Sie ist, ob es das ist, was Sie jetzt anspricht, wo Sie das Gefühl haben, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das für mich funktioniert, dass das dann auch klappt für mich. Und wenn es der richtige Weg für Sie ist, wenn Ihr Bauchgefühl, Ihr inneres Gefühl Ihnen sagt, ja, mach das, das ist genau das Richtige, dann freue ich mich, wenn Sie mich kontaktieren.